Herzlich willkommen. Heute ein Interviewpartner, bei dem zu sein mich total happy macht. Und zwar habe ich eine persönliche Story, die ich gleich erzählen möchte. Aber zunächst mal herzlich willkommen, Jürgen Höller. Ja, hallo Stefan. Schön, dass wir uns endlich zusammengefunden haben. Hat ein bisschen gedauert und bin total happy, jetzt auch mal mit dir ein Interview machen zu können für deine Leute. Wir kennen uns jetzt ein paar Jahre, aber was du vielleicht nicht weißt, ist, wie ich dich kennengelernt habe. Nee, gehen ein paar Lebensjahre zurück. Ich habe damals einen Job gehabt, der mir keinen Spaß gemacht hat und irgendein Kumpel sagte mal zu mir, Stefan, geh doch mal zu dem Jürgen Höller. Also der kann quatschen, der motiviert Menschen und sowas. Und ich kannte damals zwar schon Seminare, wusste ungefähr so 20, 30 Leute sind so ein Seminarraum. Und dann bin ich zu dir gegangen, ich glaube, es war 2002? 2001 vielleicht. 2001, kann sein. Philipshalle Düsseldorf. War 2001, ja. Ja? Mhm. Also Philipshalle Düsseldorf. Da warst du dabei. Da war ich dabei. Okay. Und das war eine Riesenhalle und da waren hunderte von Leuten und das die da Stimmung und pipapo. Und ich dachte damals das erste Mal, der Kerl hat deinen Job. Was jetzt euren Musikgeschmack betrifft, mit was war das, Sing Halleluja oder sowas, das war jetzt nicht so unbedingt. Ja, war so der 80er-Jahre-Stil, den wir dann bis dahin dann so weitergetragen haben. Und You've Got the Power natürlich. Ja, natürlich. Ja, genau, richtig. Haben wir immer noch. Echt, im Ernst? Ja, ja klar. Ja. Okay. Und es hat mich sehr beeindruckt und wahrscheinlich hat mich das nachhaltig so sehr auch mit beeinflusst, dass das, was wir heute machen bei Gedanken tanken und so, wahrscheinlich steckt da so ein bisschen Jürgen Höller-Wurzel mit dabei. Ja, da freue ich mich, wenn ich so ein bisschen durch dich weiterwirken kann. Genau. Jürgen, vielleicht erzählst du einfach mal, wer bist du und wie bist du zu dem geworden, was du bist? Wie viele Stunden haben wir Zeit? Ja, wir schauen mal, wie du so drauf bist. Ja, wo fange ich denn an? Also wir sind ja hier in meinem privaten Wohnhaus und bin hier auch aufgewachsen in Schwebheim. Schwebheim bei Schweinfurt. Genau. Und das ist in Franken. Und das ist in Unterfranken. Unterfranken, eine bestimmte Region innerhalb Deutschlands, wo die man Leute muss, so ein bisschen sprechen wie der Lothar Matthäus. Ja, man muss Gott für alles danken, auch für einen Unterfranken. Ja. Jawohl. Und hier aufgewachsen und mit 5 Jahren in die Schule gekommen. Und habe damals so einen Sondertest gemacht. Meine Eltern waren begeistert. Hurra, Kind ein Jahr früher in die Schule, ist auch ein Jahr früher fertig und kann Geld verdienen. Aber ich war dann so der Kleinste und Jüngste und auch körperlich ein bisschen der Schwächste in der Klasse. Und was ich nicht wusste damals, da habe ich mir so einen kleinen oder einen großen Minderwertigkeitskomplex geholt, der dann dazu geführt hat, dass ich dann mit 19 Jahren im Jahr 83 mich unbedingt selbstständig machen wollte, hinaus wollte in die große weite Welt, habe mich dann nur bis Haßfurt geführt, das ist 25 Kilometer weiter und habe dann mit 19 Jahren ein Fitnessstudio gekauft, ein kleines. Bin dann am Freitagabend hier bei meinen Eltern, die hier um die Ecke wohnen, nach Hause gekommen, gesagt, Papa, Mama, setzt euch mal hin, ich muss euch was erzählen. Und meine Mutter, leichenblass geworden, ist was passiert, sage ich, nein, ist was Gutes, aber setzt euch mal hin und die setzen sich erwartungsvoll hin und ich sage denen, euer Sohn, dieser einer, der Jürgen, hat heute ein Fitnessstudio in Haßfurt gekauft. Und in dem Moment fängt meine Mutter zu heulen an und mein Papa guckt mir und sagt, jetzt hast du dein Leben ruiniert. Und das war so der Einstieg damals in meine Selbstständigkeit und von wegen, ich dachte, wenn ich jetzt jedem erzähle, ich bin selbstständig, ich habe ein Fitnessstudio, ich bin Fitnessstudio-Besitzer, werden die alle begeistert sein. Und das Erste, was ich von Eltern höre, ist, ach du lieber Gott, das Erste, was ich von meinen Arbeitskollegen am Montag gehört habe, ach du lieber Gott, was machst du, wenn die Fitnesswelle wieder vorbei ist, wenn die von Amerika durchgeschwappt ist, die gibt doch keiner auf Dauer Geld aus für Sport. Ne? Das heißt, deine Eltern sind eigentlich auch aus einem klassischen Angestellten-Background gekommen? Nein, mein Vater war Arbeiter hier in der Großindustrie und ich stamme aus kleinbürgerlichen Verhältnissen und ich weiß, was es bedeutet, wenn es am Sonntag dann eben Rouladen gibt hier in Unterfranken mit Klößen und dann gibt es aber eine Roulade und die Klöße mussten dann am Montag auch noch reichen, also hast dich entscheiden müssen als Kind, isst du die Roulade am Sonntagmittag ganz und magst dann nur gebackene Klöße am Montag oder lässt du dir die Hälfte übrig? Also ich weiß noch, was es bedeutet, eben wenn eben nicht materiell alles da ist. Das heißt, wir haben zwei Antriebe von dir gleich mal herausgefunden. Das eine, der kleine Jürgen, der als Kleinster in die Klasse kommt und erstmal darum kämpfen muss, da überhaupt irgendwie anzukommen. Der macht hinterher Fitnessstudios. Also wenn man sich jetzt Jürgen anschaut, also wenn wir jetzt nebeneinander stehen würden, der Mann ist irgendwie doch mal so ein Drittel breiter als ich und hat irgendwie so ausgeprägte... Ich war mit ihm auch schon mal in der Sauna. Ich weiß, er hat einen anständig trainierten Body. Okay, also das ist das eine. Und das zweite, deine Erfolgssucht, kommt die daher? Ja, nicht Erfolgssucht, aber... Erfolgssucht, pass auf, das war suggestiv habe ich vor. Dein Wille zum Erfolg,
Kommt, ja, natürlich. Kommt das daher? Ich glaube, dass es ein Antrieb sein kann, muss er nicht, aber ein Antrieb sein kann, mehr aus sich zu machen und eben die Dinge. Schau, ich bin hier aufgewachsen in einem Wohnhaus mit 5 Parteien. Wir hatten eine 64 Quadratmeter Wohnung zu viert, aber die Häuser um uns herum waren alles kleine Villen oder auch große Villen vom Notar, vom Architekten, vom Unternehmer. Und ich habe gesehen, Mensch, die haben ein Schwimmbad im Garten und der Sohn war aber 2 Jahre älter, ich durfte da nicht mitspielen und das nächste Haus hat einen 4000 Quadratmeter Garten gehabt und wir hatten eine kleine Mini-Wohnung und ich habe gesagt, später, wenn ich mal groß bin, so will ich auch leben, ich will auch ein Swimmingpool, ich will auch ein großes Haus, ich will auch einen großen Garten. Ja, jetzt habe ich es. Womit das kurz, weil die Schleife muss ich schließen, ja? Wie viel Quadratmeter hat dein Garten? Ganz klein, also. Waren es die 4000? Nein, nicht ganz. Okay, aber im Swimmingpool, den hast du. Der ist da, ja. Okay, sehr schön. Komm, lass uns weitergehen. Also du bist 19, du machst den Laden und deine Eltern sind entsetzt. Was passiert dann? Na, es gibt noch eine kleine Geschichte, die ich erzählen will. Ich war dann so 7, 8 Jahre alt und Nachbarjunge hat Geburtstag gefeiert und ich war mit ihm befreundet, Peter hieß der. Und damals waren die meisten Mütter nicht berufstätig. Und dann wurden die mit zum Kaffeekränzchen eingeladen. Da gab es immer Kaffee und Kuchen. Und wir sitzen dort und wir mampfen unseren Pflaumkuchen mit Schlagsahne. Und eine Mutter fragt den Geburtstagsjungen, den Peter, sag mal Peter, wenn du mal später groß bist, was willst du denn werden? Und der Peter sagt, ja, das ist gleich wie mein Papa, ich wäre so Handelsvertreter. Ah ja, schön, da wird der Papa sich freuen, wenn du sein Geschäft übernimmst. Und was will die Sabine werden? Ja, ich wäre Krankenschwester. Oh ja, da hilfst du den Menschen. Und so ging es Reihe um und Pilot war gut und Arzt war gut als Berufswunsch. Und was will der kleine Jürgen werden? Und ich denke nicht nach und sage, Millionär. Und für eine Sekunde war Totenstille, die Mütter gucken sich an und dann haben die das Lachen angefangen. Und meine Mutter hat einen hochroten Kopf bekommen und sagt, was erzählst du bitte von Unsinn? Und ich sage, nein, hat nur Spaß gemacht, ich will auch Arzt oder Pilot werden, weiß nicht mehr. Aber in mir habe ich gebrodelt, habe mir gedacht, euch zeige ich es später, ich werde mal später Millionär. Also es war schon so ein Antrieb. Ich bin glücklich aufgewachsen, liebe Eltern gehabt, aber es war schon ein Antrieb, rauszukommen und eben die Welt zu erobern. Also der so ein bisschen anders tickt, der so ein bisschen der Außenseiter ist in seiner sozialen Rolle, der so ein bisschen auch weiter guckt oder meint, er möchte weiterkommen, das steckte dir im Fleisch. Und wie war das dann, wenn du dein Fitnessstudio, wie ist es gelaufen am Anfang? Ja, es ist sehr gut gelaufen. Ich habe das mit einem Partner gekauft. Wir hatten da Ideen. Wir hatten Energie ohne Ende. Wir haben das Ding gekauft, haben innerhalb von einem halben Jahr den Mittelstand nochmal verdoppelt, obwohl er schon gut war. Aber die Angst, die ich so mittlerweile hatte, weil jeder hat mir gesagt, Mensch, was machst du denn, wenn das mal nicht mehr läuft? Wir haben das dann mit Schulden finanziert. Und da habe ich gedacht, ja, was ist wirklich, wenn die Fitnesswelle mal abebbt, wenn die dann nur noch kostenlos durch den Stadtpark joggen und keiner gibt mehr Geld fürs Fitnesstraining aus. Wir sprechen 83, also mit 83 bin ich gefragt worden, was machst du beruflich? Und ich habe gesagt, Fitnessstudiobesitzer, das kam so vom Image gleich nach Diskothekenbesitzer und Bordellbesitzer. Also das war ja damals nichts Gutes, nichts Tolles. Das war damals vor allem diese Zeit, wo die Leute, die Bodybuilder, ja, die Junge, also einerseits fanden wir alle Arnold Schwarzenegger, das war irgendwie ganz cool, aber andererseits, dass sich jemand da hinstellt in ein Studio irgendwie an seinem Bizeps arbeitet, das war immer so ein bisschen peinlich. Die Frauen waren noch gar nicht im Studio, die kamen dann erst 83, 84 mit der ersten Aerobic-Welle. Die älteren Leute waren da gar nicht drin. Es ging um Muskeln, junge Kerle, Spitzen und eben auf die Bühne am besten und eben Bodybuilding. Das war damals ein Fitnessstudio. Ja, und dann habe ich mir gedacht, machst du lieber noch mal ein zweites Geschäft auf, was ganz seriös ist, also so ein zweites Standbein. Wenn mal Fitness nicht mehr läuft, habe ich noch ein zweites Standbein, was seriös ist. Und dann habe ich ein Sonnenstudio aufgemacht. Was Seriöses, ne? Ja, das war damals in der damaligen Zeit ebenfalls so ein Ding. Das war ein kompletter Exot. Das war eben auch was. Ja. Also, und dann hat auch gedacht, Mensch, du spinnst doch, Sonne ist doch umsonst. Und was ist mit dem? Also was ist, wenn wirklich aus Sonne? Da habe ich nach einem halben Jahr nochmal ein Geschäft aufgemacht, eine Diskothek, also was ganz Seriöses. Und dann noch so ein Sportzubehörhandel. Da hatte ich innerhalb von 2 Jahren, ich war 21, 4 Geschäfte aufgemacht. Keine Ahnung von Strategien, keine Ahnung von einem System schaffen. Ich war dann, wenn ich hier war, habe ich in den anderen 3 Geschäften gefehlt und es war also nur noch Chaos und nach 2 Jahren war ich dann fast pleite, musste 3 Geschäfte von den Banken aufgeben und hatte das kleine Fitnessstudio noch übrig und 1 Million Schulden. Autsch. Ich lerne erstens, Millionen Schulden mit Anfang 20 überlebt man. Zweitens lerne ich, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Wenn du das eine Extreme machst, dann ist das nächste auch eigentlich wurscht. So, wie kam der Turnaround? Naja, der Turnaround war, erstmal war ich ganz am Boden. Also es wurde immer schlimmer, ich hatte unbezahlte Rechnungen, ich musste damals bei 9% Zinsen, 15.000 Mark im Monat damals. Das ist anders als heute, war ein bisschen anders. 15.000 mit einem Mini-Fitnessstudio von 270 Quadratmetern, also das war nicht zu stemmen. Also die Banken haben ihr Geld eingezogen und die Rechnungen habe ich liegen gelassen.
Dann kam irgendwann der Gerichtsvollzieher bei meinem elterlichen in der Wohnung hier. Ich lebe noch zu Hause und wollte pfänden. Und für meine Eltern ist eine Welt zusammengebrochen. Mein Vater hat gesagt, Mensch Junge, ich habe dir doch gleich gesagt, es geht schief. Warum hast du nicht auf deinen Vater gehört? Also genau das, was man als 21-Jähriger dann hören will. Und der Tiefpunkt war, ich habe kein Geld mehr gehabt, um meinen Tank von meinem Auto voll zu machen. Ich habe meine Mutter angelogen, dass ich meinen Geldbeutel in dem Fitnessstudio vergessen hätte. Und ich muss tanken, ob sie mir 100 Mark leiht. Und sie guckt mich an mit Tränen in den Augen und gibt mir die 100 Mark. Und ich habe nicht genau gewusst, dass ich sie anlüge, aber wir Mütter halt so sind, sie hat mir geholfen. Und ich habe mich total scheiße gefühlt, habe das Auto voll getankt und laufe dann mit 50 Mark Wechselgeld durch Schweinfurt. Und ich weiß nicht, was es war. Ich laufe da an so einem Buchladen vorbei, der ist heute auch pleite, und da haben die das Schaufenster dekoriert so mit Lebenshilfebüchern. Und ich bleibe so stehen, mal gucken, was die da machen. Und der erste Titel war, Sorge, dich nicht lebe. Und ich denke mir so, ja klar, du hast eine Million Schulden, jeden Monat werden die Rechnungen, die nicht bezahlt sind, mehr. Der Gerichtsvollzieher pfändet, du lügst deine Mutter an, dass die auch noch einen Tank voll machen. Aber sorg dich nicht lebe, ja, ja klar. Nächster Buchtitel wurde in den Schaufenster gelegt, Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Klassiker, super Buch, aber ich denke mir so, ja klar, denk nach und werde reich. Ja, ich denke ja nichts. Ne? Also einer wie ich denkt ja nicht. Nee, ich denke die ganze Nacht kann ich nicht schlafen, seit Wochen, seit Monaten, weil ich permanent drüber nachdenke, wie komme ich aus der Scheiße raus, wie kriege ich die Schulden weg, und die werden jeden Monat ein bisschen mehr. Und ich laufe so weg und denke mir noch so, ihr Arschlöcher. Also nicht die vom Buchladen, sondern die Autoren. Und ich laufe zurück und habe immer noch die 50 Mark in der Hosentasche. Und ich weiß nicht, was war so ein Impuls. Ich habe gar nicht mehr nachgedacht. Ich ging rein und kaufe mir Sorge, denn ich lebe. Und bin dann bei meinem guten Kumpel, wo ich aber schon ein halbes Jahr nicht mehr war, Natalino, ein Eisdiele. Der freut sich, ich bin Schneekönig, endlich wieder Meister Jürgen da. Bestellen mir ein Cappuccino und fangen das Buch an zu lesen. Nach Monaten zum ersten Mal so eine Auszeit genommen. Mhm. Und ich lese so, und 20 Minuten später war der Cappuccino halt leer. Und da kommt der Natalino und sagt, und Jürgen, willst du noch einen? Und ich wollte schon sagen so, nee, weil aber kein Geld. Aber ich hatte schon so 40 Seiten gelesen, hat schon ein bisschen gewirkt. Denke ich mir, ja, eigentlich hatte Dale Carnegie nicht ganz Unrecht. Ob du jetzt mit einer Million pleite gehst oder mit einer Million und 2 Mark, ist auch scheißegal, bring mir noch einen Cappuccino. Und dieses Buch hat, was noch, ist, also in dem Buch, da habe ich jetzt nicht alles gelernt, dass ich aus dem Quark rauskomme, aber ja. In dem Buch, da war ein Impuls, nämlich, ja. Es sind nicht die Kunden schuld, es ist nicht der falsche Standort, es sind nicht die Mitarbeiter, sondern es sind nicht die Umstände in meinem Leben, die mich beeinflussen, sondern ich bin es. Und wenn ich was verändern will, dann kann ich nicht die Umstände verändern, ich muss mich verändern, und dann werden die Umstände sich verändern. Und das war der Knackpunkt. Und an der Stelle möchte ich kurz reingrätschen, weil ich habe bei dir ein Buch entdeckt, und dieses Buch hier, Sprenge deine Grenzen, das ist einer der Klassiker. Ich glaube, das war auch Nummer 1 Bestseller. Das war in Deutschland, Österreich und der Schweiz Nummer 1, hat sich mittlerweile weit über 1 Million Mal verkauft. Und das ist tatsächlich auch mein erster Kontaktpunkt tatsächlich zu deiner Arbeit gewesen. Insofern ist es ganz witzig, wenn du jetzt sagst, Dale Carnegie geguckt oder ja, Sorge dich nicht lebe oder Napoleon Hill. Also das hier ist ein Buch, mit dem ich noch was anfangen kann. Klassiker. Ja, weißt du, wir werden ja oft in Interviews gefragt, ja, kann ein Webinar, ein Buch, kann ein Seminar das Leben verändern? Natürlich, wenn es stehen bleibt, das eine Buch nicht, aber ja. Ein Buch, ein Webinar, ein Video, ein Seminar natürlich, kann aber einen Impuls geben, dass man anfängt, sein Leben zu verändern. Und dieser Impuls und die Entscheidung treffen, ich will da raus und ich packe jetzt meine Probleme an. Damit geht ja alles weiter los. Dann. Und wie geht's dann weiter? Also du stellst fest, okay, mit Strategie, mit positiven Gedanken, mit richtigen Gedanken geht manches möglicherweise besser. Wie kommst du aus dem Loch raus und wie geht dann dein nächster berufliche Level los? Ich habe dann ein Buch nach dem anderen gelesen und irgendwann flattert mir so ein Prospekt von der IHK ins Haus für ein Verkaufstraining in Würzburg. Und denke ich, ach, weißt du, bei mir gehen so viele Leute rein und sagen, ich möchte mal gerne ein Probetraining, aber nur ein Teil von denen wird Mitglied. An was liegt denn das? Weil ich hatte ein schönes Fitnessstudio, ich habe mir Mühe gegeben, manche haben auch abgeschlossen, aber viele eben nicht. Und denke, vielleicht musst du was verkaufen lernen. Und ich gehe da hin und es war dann der nächste Step, eine neue Welt. Ich sehe den da auf der Bühne, da kommt rein der Referent, schwarzer Anzug, Manschettenknöpfe, goldene Uhr, braun gebrannt, sah gut aus, aber ich fand den unsympathisch. Der war mir zu geleckt, zu perfekt. Der war mir, also war so ähnlich wie ich wahrscheinlich, später auf der Bühne. So, also, und dann habe ich den erst abgelehnt. Und dann so nach einer Stunde habe ich gedacht, na, ich kann den immer noch nicht leiden, aber das, was er da sagt, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und nach 2 Stunden dachte ich mir, naja, so unsympathisch ist er auch nicht. Und nach 3 Stunden war ich hellauf begeistert, bin nach Hause, hab das umgesetzt, hab sofort doppelt so viel verkauft und von dem Moment habe ich kapiert, also Bücher ist die eine Möglichkeit zu lernen und Seminare ist die zweite Möglichkeit. Und dann habe ich innerhalb von wenigen Jahren die Schulden weggehauen, habe hier in Schweinfurt dann mit 2 Partnern eine riesengroße Fitnessanlage eröffnet, ohne 1 Mark Eigenkapital.
Weil die kamen also auf mich zu, es war ein Freund von mir, der sagt, ich will in Schweinfurt 2.500 Quadratmeter Fitnessanlage öffnen, mit Schwimmbad, mit einer Multifunktionsspielhalle, mit einem Doppeldeckerbus als Bar umgebaut. Bist du dabei? Und ich sage, ja, aber schon gerne, aber du weißt doch, ich habe immer noch ein paar Schulden, ich habe noch nicht alles weg, ich habe kein Geld. Da sagt er, nein, ich will nicht dein Geld, das habe ich, ich will dich, ich will dich mit deiner Erfahrung. Da sage ich, aber du weißt doch, ich habe auch Scheiße gebaut und Schulden gemacht. Sagt er, ja, aber du bist jetzt wieder erfolgreich und ich will nicht die gleichen Fehler machen wie du und darum will ich dich dabei haben. Das war der nächste Impuls, nämlich man braucht nicht Geld, um Geld zu machen, sondern man braucht Wissen, man braucht Erfahrungen, man braucht Know-how. Und Know-how und Wissen kann man tauschen in Geld oder in dem Fall in eine Beteiligung bei einer großen Fitnessanlage. Und die war dann nach 2,5 Jahren die kommerziell erfolgreichste in Deutschland. Und dann hast du das nächste gemacht. Hast du gesagt, was du kannst, das kannst du anderen auch beibringen. Ja, es gibt einen schönen Satz von den amerikanischen Kollegen. If you can do it, I can do it. Hm. And if we can do it, everyone can do it. Und ich habe dann eben war ich auf so einem Fitnesskongress und wie es dann so ist, da geht es ja immer um die Mitgliedszahlen, denn für den Fitnessprofi, wie viele Mitglieder hast du? Und dann sagt der erste 500, oh, so eine Wetter nochmal. Der nächste sagt dann, ich habe 800, wow, ist ja Wahnsinn. Und du, dann sag ich, 2560. Und dann sagen die, ja, wo ist dein Fitnessstudio? Dann sag ich, in Schweinfurt. Dann sagen die, Schwein was? Dann sage ich, Schweinfurt. Dann sagen die, ja, wo ist denn das? Sag ich, ja, im Zonenrand Sonderfördergebiet. Was wolltest du gerade sagen? Am? Am Arsch der Welt. Ja, genau. Damals am Arsch der Welt, okay. Weil das war 89, da war die DDR-Grenze hier 20 Kilometer weiter und wir waren hier eine Kleinstadt mit Arbeiter- und Bauernbevölkerung. Und wir haben damals 79 Mark Monatsbeitrag verlangt und 2.500 Menschen haben das bezahlt. Und dann wollten die wissen, wie machst du das? Und da habe ich ein paar Tipps gegeben. Und ein paar Wochen später rufen die an und sagen, Mensch, hat super funktioniert, ich habe 100 Mitglieder mehr. Hast du noch einen Tipp? Da sage ich, ja klar. Willst du mir den geben? Da sage ich, jederzeit. Ah, super. Ja, wie machen wir das? Sage ich, ganz einfach. Ich schicke dir eine Auftragsbestätigung und dann tust du mich beauftragen, mal 3 Tage zu dir zu kommen. Dann analysieren wir mal dein Studio. Ich gebe dir ein paar Tipps. Ich gebe dir einen kompletten Beratungsbericht, wo alles drin steht. Das setzt du dann um. Und sagt er, was kostet das? 3 Tage. Habe ich überlegt, was verlange ich denn dafür? Sage ich, 3 Tage pro Tag 2.000 Mark damals. Also 6.000 Mark für drei Tage. Sagen die, naja, wenn die letzten Tipps waren umsonst, also kostenfrei, hab 100 Mitglieder bekommen, wenn er jetzt 6.000 Mark will, okay, ich engagiere dich. Und plötzlich war ich Unternehmensberater, wusste aber gar nicht, was es ist. Also ich hatte keine Ahnung, was ich dann machen soll. 2 Gedanken. Erster Gedanke, was du gemacht hast, ist damals schon eine Art Content-Strategie gefahren. Also genau. Du hast Wissen rausgehauen. Genau. Dieses Wissen zeigt erstmal, der kann was. Sobald man dir vertraut, sagt der Kunde dann irgendwann mal, jawohl, ich kaufe auch was bei dir. Das Zweite, was mir gerade auffällt, was mir sowieso auffällt bei deiner ganzen Arbeit, du hast kein begrenztes Mindset im Sinne von, dass die Kunden irgendwie begrenzt sind, sondern du bist, glaube ich, einer, der es mag, auch Märkte zu entwickeln. Also du warst immer schon einer, der sagt, hat anderen Bühnen gegeben. Ich habe bei dir, glaube ich, schon 3-mal auf großen Veranstaltungen gesprochen. Du bist keiner, der sich versteckt und sagt, ja, nur alles hier meins, sondern du bist einer, der Wissen weitergibt und der davon ausgeht, dass Märkte auch wachsen können. Schau, ich habe 88 den allerersten Vortrag meines Lebens gehalten auf einem Fitnessseminar und über Verkaufen übrigens. Hm. Und dann habe ich dort damals alles auf der Bühne, was ich wusste, schon weitergegeben, in der kurzen Zeit halt, was möglich war. Und dann kamen dann Kollegen damals, die auch Unternehmensberater waren, und haben gesagt, das darfst du nicht machen, du gibst viel zu viel weiter. Schau mal her, du hast nur eine Salami, und wenn du die Scheiben so dick machst, dann ist die Salami bald weg. Und ich habe mir gedacht, weil ich einfach ein anderes Mindset hatte, ich habe einfach ein grenzenloses Ding, ich habe gesagt, nein, wenn ich jetzt anfange Angst zu haben, mein Wissen auch kostenfrei weiterzugeben, dann begrenze ich mich. Das heißt, ich glaube im Hintergrund, mein Wissen ist begrenzt und es kommt nichts Neues nach. Und mein Mindset ist, ich gebe alles weg, ich hau alles raus auf meinen Seminaren, in meinen Büchern, teilweise auch kostenfreien Content, weil wenn ich alles weggebe, wird das Universum mir auch wieder neues Wissen schicken. Und so war es in den letzten 30 Jahren. Ich glaube, auch mittlerweile gibt es dieses Buch ja auch umsonst. Ne? Also das ist Du verschenkst es mittlerweile. Ja, ich verschenke es mittlerweile. Das ist der Hammer. Es hat sich weit über 1 Million Mal verkauft und wird immer noch im Buchhandel für 29,80 € verkauft. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, ich möchte einfach mal, bin mittlerweile halt finanziell so gut gestellt, dass ich gar nicht mehr arbeiten müsste. Und habe gesagt, okay, ich möchte einfach mal jedem Menschen, auch wenn er wirklich kein Geld hat oder noch nicht bereit ist zu investieren, ich möchte mal die Möglichkeiten geben, diese Strategien, die dahinter stecken, hinter dem Erfolg, mal einfach zu bekommen. Und da habe ich gesagt, okay, ich drucke hier mal eine Sonderauflage und schenke dieses Buch. Und es ist im Internet eben frei bestellbar. Jeder kann das sich kostenfrei bestellen. Also das Schöne ist ja, wenn ich dich so ich meine, ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jahre, ich verfolge dich jetzt auch schon ein paar Jahre, aber dieser rote Faden, der zieht sich wirklich die ganze Zeit
durch. Also rausgeben, wissen. Immer. Wissen. Auch deine Veranstaltungen sind so aufgebaut, dass du ganz vielen Menschen den Zugang zu deinem Wissen ermöglichst. Und dann von der wirtschaftlichen Seite her kommen dann natürlich immer nur ein paar derer, die da kommen, auch wirklich in Frage für weiterkommende Seminare. Und dann steigen die Preise. Also du hast am Anfang relativ günstige Angebote oder man bekommt es umsonst. Und dann kommt man langsam in diese Seminarpreise rein. Und letztlich so funktionieren ja sehr viele gut funktionierende Seminarbusinesses. Ja? Ja, also auch nur, bei Gedankentanken machen. Nicht Seminarbusinesses, ja. Sondern ich meine, es ist ja ganz normal. Also ich bin offen oder ich habe ein Problem als Kunde, als Mensch. So. Und jetzt überlege ich mir, wer kann mein Problem lösen? Und jetzt gibt's ja unzählige Anbieter und ich bin mir nicht sicher, ist das der richtige oder ist das der falsche? Wir haben Zweifel, wir haben Bedenken, wir sind schon reingelegt worden. Also es ist ja nicht so einfach zu sagen, ich schenke jemandem jetzt mein Vertrauen, gerade wenn wir irgendein Problem haben. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, den Menschen erstmal wirklich in unserer Branche Content zu geben. Das heißt, ihnen die Möglichkeiten zu geben, test mal das Buch, lies mal einen Artikel, schau mal ein Webinar, komm mal für unter 100 Euro zum Zweitagesseminar. Das bedeutet auf der anderen Seite aber, du musst auch jemand sein, der auch immer wieder Wissen hat, welches aus sich heraus nachwächst. Immer. Also das heißt, du bist jemand, der von sich aus immer Wissen produziert und das ist nicht begrenzt. Auch das ist keine begrenzte Ressource. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich habe so mein Eintagesseminar oder ich habe 2, 3 Vorträge oder sowas und dann war's das. Und das mache ich für die nächsten 30 Jahre. Aus dir heraus sehe ich, dass du immer wieder neue Sachen generierst, dass du aus dir heraus lebst. Also du bist wie so ständig nachwachsender Wald sozusagen, der immer neuen Gedanken. Und die letzten Jahre erlebe ich dich als jemanden, der auch immer wieder sich an den Markt sehr gut adaptiert. Also du bleibst nicht stehen, du machst immer weiter. Ja, es wird mich, früher hat man gesagt, ich habe eine Schwäche, Ungeduld. Und heute weiß ich, Ungeduld kann auch eine Stärke sein, nämlich die Dinge voranzutreiben, nicht stehen zu bleiben. Ich bin auch ein Mensch, der sehr schnell gelangweilt ist. Das heißt, bei mir dauert es nicht lange, dass ich plötzlich sage, jetzt habe ich wochenlang das Gleiche gemacht, ich muss jetzt raus, ich muss was Neues machen, ich muss so. Und das ist auch so ein roter Faden in meinem Leben, eben nicht stehen zu bleiben, sondern zwischendurch wirklich zu sagen, ich nehme neues Wissen auf, ich fahre nach Amerika, ich klinke mich mal ein paar Wochen aus. Man kann ja auch teilweise, also bei mir ist es so, ich bin 3 Wochen Urlaub und ich kann aus mir heraus wieder neue Ideen produzieren. Okay, nächste Stufe. Also, es läuft alles prima. Du bist mittlerweile Consultant. Ich glaube, du bist auch durch die Gegend gereist und hast dann auch wirklich flächendeckend Fitnessstudios beraten, oder? Ja, also innerhalb von 3 Jahren waren wir die weltgrößte Beratung. Und ich habe dann aus den eigenen Kunden gleich die neuen Mitarbeiter rekrutiert. Und einer ist ein Kollege von uns, der damals erst Kunde war. Da ging es ihm noch nicht so gut, weil das Fitnessstudio schlecht gelaufen ist. Und dann haben wir das aber wirklich erfolgreich aufgebaut und dann wurde er Unternehmensberater bei mir, Trainer bei mir. Heute ist er ein Kollege von uns, Jörg Löhr. Also, den kennen wir doch alle. Der war schon bei mir in der Firma gewesen. Ja. So, und dann habe ich gedacht, wow, wenn das also so gut funktioniert in der kurzen Zeit, innerhalb von 3 Jahren in der Fitnessbranche, dann habe ich einen kennengelernt, der hatte eigene Autohäuser und hat auch schon angefangen, eben sein Wissen weiterzugeben, aber im Kleinen an andere Autohäuser. Dann haben wir da zusammen als Partner eine Unternehmensberatung für Autohäuser aufgemacht. Mit jemandem anders eine Unternehmensberatung für Ärzte. Aber damals schon beraten, war lustig, weil wenn wir denen was erzählt haben, von Leistungen verkaufen, von Zusatzleistungen verkaufen. Andere das Welt, war für die, völlig andere Welt. Das ist auch eine andere Denke, du wirst auch anders bei, also man bringt dir was anderes bei. Also dein erstes Prinzip im Studium ist natürlich erstmal, mach die richtigen Dinge, da gibt es ganz viel zu verstehen. Und dann geht es um die Patienten und dann dieses ganze Abrechnungssystem, ja, das ist stiefmütterlich. Aber was nutzt das, wenn ich der beste am Schluss, ne? Ich habe bis zu meinem 30. Lebensjahr nicht gewusst, was eine Marge ist. Das glaube ich, ja. Kein Witz, bringt einem kein Mensch bei, ja? Naja, auf jeden Fall hatte ich dann 7 verschiedene Unternehmensberatungen, aber gleichzeitig habe ich dann das erste Buch geschrieben, was gleich ein Bestseller war und wurde engagiert, dann auch außerhalb dieser Branchen für große Kongresse, Tagungen, Firmen haben begonnen, mich für ihre Mitarbeiter zu buchen. Und plötzlich hatte ich sonst wieder 2 Standbeine, nämlich meine Unternehmensberatungen auf der einen Seite und meine Trainertätigkeit, Speaker auf der anderen Seite. Und als gebranntes Kind habe ich gewusst, das geht auf Dauer nicht gut, sondern mach eine Sache richtig anstatt 2 nur halb und habe dann schweren Herzens 95 alle Unternehmensberatungen abgegeben und mich voll konzentriert auf meine Trainertätigkeit. Begonnen in 95 mit einer Halbtagssekretärin und einem 40 Quadratmeter Büro und 5 Jahre später habe ich 15 Millionen Umsatz gemacht. Kurz auch hier wieder im Vergleich zu vielen anderen, die werden Trainer, weil sie gerne Menschen etwas beibringen, aber nicht zwangsläufig das selber erlebt haben oder aus dem eigenen Fundus schöpfen. Meine Beobachtung ist, dass diejenigen, die es
langfristig erfolgreich machen, durchaus auch so eine eigene Story zu erzählen haben. Also da geht das irgendwie tiefer rein. Ja, weil also, es authentisch ist. Du hast es nicht beigebracht bekommen oder angelesen oder sowas, und du kannst das immer mit deinen eigenen Geschichten komplettieren. Ich sag so, nimm mal deine Branche, wenn ein Doktor mir sagt, pass mal auf, ich zeig dir, wie du nicht Raucher wirst, und ich bin Raucher, dann ist eine Geschichte. Wenn der aber sagt, ich habe 40 Stück am Tag geraucht und das 20 Jahre lang und ich habe es geschafft mit der und der Methode, die gebe ich dir gerne weiter, dann ist der plötzlich für mich viel glaubwürdiger, weil ich weiß, der hatte das gleiche Problem wie ich und der hat eine Lösung gefunden und ich muss nur diese Lösung jetzt annehmen und umsetzen und dann werde ich das gleiche Problem lösen können, weil if you can do it, I can do it. Darum glaube ich, die Authentizität, das Praxiswissen ist viel wichtiger als Schulwissen. Wie hat das damals funktioniert vom Business her? Wenn du sagst, 95 gestartet und dann innerhalb weniger Jahre so richtig nach oben skaliert, Millionen-Business. Was waren damals deine Hauptgeschäftsfelder? Zum einen die Seminare. Also ich habe damals gesagt, ich will von der Positionierung her eben keine kleinen Seminare machen, sondern eben große Seminare. Und vom Prinzip her war es das gleiche Geschäftsmodell wie heute. Also wir hatten die großen Einsteigerseminare, heute heißen die Power Days, und dann gab es spezialisierte Fortbildungsseminare. Natürlich nicht so ausgeklügelt und so in der Tiefe weiterführend, wie wir es heute machen, aber vom Ansatz her war das damals schon so gewesen. Und das zweite Standbein war damals der massenhafte Verkauf von Büchern, damals noch Audiokassetten mit Weiterbildung. Ich kann mich erinnern, und Videos. Es waren immer, wenn man bei dir zum Seminar kam, oder ist auch immer noch wahrscheinlich, dass du einfach riesige Büchertische hattest und da gibt es dann alles. Ja, das war aber nicht das Taschengeld, sondern das Hauptgeschäft war eben, wir hatten ja so einen Katalog und da habe ich ja auch von allen großen Trainern dieser Welt in deutscher Sprache haben wir ja diese Produkte aufgenommen. Das heißt, ich wollte nie nur der alleinige Trainer sein, weil ich biete eine Plattform und alles, was gut ist, wird auf dieser Plattform an Weiterbildung weitergegeben, unabhängig von der Person vom Namen Jürgen Höller. Und dann hast du Masse gemacht und über die Masse ging es dann plötzlich, dass du wirklich in Millionenbereiche vorgegangen bist. Ja, und das war alles super gewesen. Und dann hatten wir aber im Jahr 2000 ein kleines Problem namens Amazon. Ja. Weil plötzlich kam Amazon und hat ebenfalls Bücher verkauft, aber ohne Versandkostenpauschale. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn du so ein Buch hier für damals, was weiß ich, 20, das war 30 Mark damals, verkauft, du musstest im Lager einlagern, du musstest in die Hand nehmen, einpacken, verpacken und dann das Ganze noch ohne die 5, 6 Mark Fremdkosten für die Verpackungspauschale und Porto, dann hast du damals bei so einem Buch plötzlich nicht mehr verdient, sondern draufgelegt. Bei Amazon war das scheißegal, die haben die Milliarden an Equity-Kapital bekommen, aber wir nicht. Und das war so der Umkehrschwung, der dann 2001 dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir gehen noch stärker in den Seminarmarkt, weil das hier wird auf Dauer nicht mehr funktionieren, und haben dann die Seminartätigkeit so nach oben gezogen, 2001, dass ich mal in einem Jahr 250.000 Leute geschult habe. Ich gehe nochmal zurück in diese Landschaft damals, weil damals war das, was wir heute für normal halten, also heute machst du YouTube an, du findest irgendwelche inspirierenden Videos überall, also du findest bei Facebook die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Timeline ausschaut, bei mir, jeder zweite Post ist irgendwie, Menschen sagen, hey, yippie, ja, mach was aus deinem Leben und so weiter. Wir hatten damals eine völlig andere Landschaft. Also da waren Seminare, was für ganz wenige erlauchte, die wussten, dass es sowas gibt. Aber die großen Seminare, da gab es eine Handvoll Leute, die sich damals den Markt geteilt haben. Und das waren meines Erachtens, oder wenn ich mich richtig erinnere, alles, ja, das waren alles Unternehmertypen, die da auf der Bühne standen, oder? Emile Rattelband gab es dann noch. Wobei Emile Rattelband zwar sehr bekannt war, aber er nie eine große Rolle geschäftlich gespielt hat. Ein paar Mal buchen lassen, aber da hat er kein Unternehmen aufgebaut. Also die großen Player waren damals Vera Birkenbiel mit der Birkenbiel Akademie. Die wollte auch an die Börse gehen, hat dann später auch nicht funktioniert, wenn wir gleich drauf kommen. Bodo Schäfer, mit dem ich heute immer noch geschäftlich und privat eben sehr eng verbunden bin. Und wir drei waren damals die drei Big Player in der Branche, weil, wie du gesagt hast, damals war es nicht so einfach möglich, überall kann ich mit einem Klick mir das Wissen besorgen, sondern die Leute waren froh und dankbar, wenn sie das Wissen von uns bekommen haben. Aber das Problem damals war, die Leute waren ja in der Masse den Themen nicht aufgeschlossen. Also positives Denken, Motivation, Persönlichkeit. Ich kann mich auch noch an eine Fernsehdoku erinnern, damals aus der Zeit von dir, wo die sehr kritisch war. Also wo die Leute einfach angefangen haben, ja, was macht denn der verzaubert die Massen und sowas. Und ich glaube, das war irgend so eine Aufnahme, da warst du irgendwie krank. Du hattest in der Nacht, wo lagst du mit Fieber im Bett, weiß mich nicht mehr hundertprozentig, ob es so war. Und dann bist du auf die Bühne und dann gab es ganz viele so kritische Kommentare. Der Höller, das kann doch nicht alles wahr sein. Du hast damals auch schon polarisiert. Ja klar, es waren eigentlich zwei Kritikpunkte und die haben sich aber auch bis heute nicht wesentlich geändert, außer dass mittlerweile diese Themen in eine breitere Masse gekommen sind. Also die einen Kritiker sagen, was Höller macht, ist oberflächlich und banal.
Weil da wird ja nicht nur da wird ja nicht nur gelernt, sondern da wird es in der Rock-Events, da wird ja plötzlich mitgesungen, getanzt, da haben die Leute Spaß. Das kann ja nichts mit seriöser Weiterbildung zu tun haben. Und das Zweite, was sie gesagt haben als Kritiker, war: Oh, Höller ist gefährlich, der versammelt die Massen hinter sich und der ist ja wie so ein Prediger und der kann die Leute zu allen bringen. Und damals habe ich dann gesagt, also jetzt entscheidet euch mal. Also entweder sind meine Inhalte banaler, oberflächlicher Quatsch, ja, ich bespare die Leute quasi nur, dann kann ich aber nicht gefährlich sein. Weil wenn es einfach nur Spaß und oberflächlicher Quatsch ist, dann hat es keine Wirkung. Oder das, was ich den Leuten weitergebe, hat eine Wirkung. Dann lasst uns mal unterhalten über die Wirkung, die ich erziele und warum es wichtig ist, dass die Menschen genau diese Wirkung haben. Dass wir eben aufstehen und eben mal unser Gehirn mal ein bisschen positiv durchblasen, weil wir zugemüllt werden von negativen Glaubenssätzen den ganzen Tag. Also geht deine Kindheit los. Das kannst du nicht, das schaffst du nicht, das ist gefährlich, mach dich nicht schmutzig, ja? Lass das mal bleiben, du bist doch ein Mädchen, du bist doch ein Junge. Was wird der Nachbar sagen? Also ich bin hier im Dorf aufgewachsen, da war es immer ganz wichtig, was die Nachbarn sagen. Mhm. Ja? Und das hört ja nicht auf. Und kein Wunder, wenn dann die Leute erwachsen sind und sollen die Welt einreisen in ihr Berufsleben, sollen sich was zutrauen, wenn sie ihr Leben lang gehört haben, nein, lass das bleiben. Also ein Kind hört am Tag 274 Mal Nein und nur 7 Mal ein Ja im Durchschnitt, die ersten Lebensjahre. Und dann wollen wir später als Erwachsene, dass die die Welt einreisen, aber die haben das Nein noch im Kopf. Trotzdem, bis an der Stelle nochmal in die Tiefe. Ich habe dich schon öfter sagen hören, auch ja, dann musst du halt polarisieren. Du musst ganz klar sagen, A oder B. Läufst du dann nicht Gefahr, dass du auch Leute einfach ausschließt? Also, dass du die Türen zumachst für Leute, die eigentlich schon gerne zuhören würden, aber die sagen, das ist mir jetzt zu krass. Ja, also das mache ich ja nicht. Ich sage nicht, ich schließe die Türen für Menschen zu und sage, ich will die haben und die nicht haben, sondern ich bin einfach so, wie ich bin. Und ich habe als Kind nicht gelernt. Also war einigermaßen intelligent und kam mich ja früher in die Schule. Dann kam ich auch aufs Gymnasium ohne Lernen und ich habe nie gelernt, weil ich habe Lernen gehasst. Flasche ist gleich Bottle, Bottle ist gleich Flasche. Also der Sinn hat sich mir nie erschlossen. Noch weniger bei A² plus B² ist C². Kapier ich heute noch nicht. Also ich habe Lernen... Ich kann dir das beibringen, wenn du möchtest. Ja, danke. Wir kriegen das. Ich habe es gehasst. Ja. Und dann später, als ich dann begonnen habe, selber Weiterbildung zu machen, habe ich gesagt, so, wenn ich schon Lernen gehasst habe, aber jetzt lerne ich gerne. Warum lerne ich gerne? Weil ich einen Sinn plötzlich drin sehe. Aber kann man es nicht verbinden, Spaß und Lernen als eine Einheit? Warum muss Lernen bierernst sein? Warum muss man da als Redner hinterm Rednerpult sein, mit einer Brille, mit einem Manuskript und dann dozieren stundenlang? Warum sorgen wir nicht dafür, dass die Leute wie ich gehe zum Konzert, weil ich Spaß habe, ich gehe zum Fußball, ins Fußballstadion, weil ich dort Spaß habe, Erlebnisse habe, Emotionen habe. Warum bringe ich Spaß, Emotion und Weiterbildung nicht zusammen? Und das habe ich gemacht mit meinen Events. Und aber die Leute haben es damals nicht verstanden und deshalb habe ich polarisiert. Und dann kam der Riesenerfolg und Erfolg polarisiert immer. Also die eine Hälfte liebt Bayern München und die nächste hat Hassgefühle. Die einen finden Helene Fischer mega gut. Ich habe die persönlich kennenlernen dürfen ein paar Mal, auch als Privatperson mega. Ich liebe ihre Show. Ich muss nicht Schlagerfan, aber ich liebe diese Show, die sie bietet. Und die anderen sagen, das ist doch abgedroschen und das ist doch gar nichts, was die macht. Also das heißt, komischerweise, alle Menschen, die erfolgreich sind, polarisieren. Also das Phänomen ist durchgängig und trotzdem war es dann so, dann gab es bei dir auch irgendwann mal den großen Bumm, den großen Knall. Also du hast sehr viel Energie, du traust dich sehr viel, es ist dir auch schon ein Stück weit scheißegal, was die anderen Leute über dich denken. Das hast du selber schon gelernt, also über die vielen Jahre deines Lebens bis dahin auch schon gelernt gehabt, du gehst deinen Weg und dann gibt es ja aber diese andere Seite, die hat dann so, nennen wir es mal Fanatismus für die eigenen Ideen oder nennen wir es mal Dickschädel oder Sturkopf oder nicht sehen wollen. Wie war der große... Da gab es also der Große, der Tiefe. Na, was heißt nicht sehen wollen? Also das möchte ich mal so nicht stehen lassen. Ich glaube, dass zwei Dinge wichtig sind. Punkt eins, wenn man einen Traum, wenn man eine Vision, wenn man ein Ziel hat, dann muss man auf eine gewisse Weise schon fanatisch sein. Man muss es gegen alle Widerstände und gegen alle äußeren Umstände, die dagegen sind, muss man es durchboxen, ist klar. Auf der anderen Seite darf man aber auch jetzt nicht verschlossen sein und muss sich ständig hinterfragen. Das mache ich schon. Nur damals war dann eben der Punkt gewesen, dass wir 99 die Entscheidung gefällt haben, an die Börse gehen zu wollen. Ich habe dann drei Firmen übernommen. Wir haben uns, also heutige Firma Speakers Excellence, der Gerd Kulawi war damals einer meiner Vorstände, weil ich die Firma von ihm mit meiner fusioniert habe. Und wir waren damals eben zusammen gewesen. Und wir wollten an die Börse und waren 550 Millionen wert.
Und die Zahl stammt nicht von mir oder von der Raiffeisenbank hier im Dorf, sondern das hat JP Morgan ermittelt, heute die größte Bank der Welt. Die WestLB, die Landesbank Baden-Württemberg, die Landesbank Berlin, also 5 der größten Banken haben das gemeinschaftlich als Konsortium schwarz auf weiß ermittelt. Und bis wir aber die 3 Firmen fusioniert hatten, es dauert ja eine Zeit lang, bis das über die Bühne geht, hat es den Börsencrash gegeben. Und dann war auch alles noch gut, kein Problem, dann gehen wir halt ein Jahr später an die Börse. Und dann gab's aber dann sackten die Kurse immer mehr ab und plötzlich hatte ich eine Firma, die sollte 25 Millionen Umsatz machen im Jahr 2001, aber der Börsengang fiel aus und wir verbrannten im Monat trotz des hohen Umsatzes 1 Million Mark. Jetzt wirst du denken, als noch viel jüngerer Mensch als ich, ja, wie blöd warst du denn, Jürgen? Warst du eben fanatisch, versessen, hast nicht mehr geguckt? Wie kann man denn im Monat 1 Million Minus machen? Und da werde ich dir antworten, das war geplant. Das war im Businessplan enthalten. Da sagst du, wie kann man denn Minus planen? Da werde ich dir antworten, dass alle Firmen damals, Amazon habe ich schon genannt, eBay, alle Firmen, die am damaligen neuen Markt waren, da war es nicht wichtig, dass man jetzt Gewinne macht, sondern möglichst schnelle Umsatzzuwächse, Marktanteile gewinnt, um dann Riesengewinne später zu machen. Darf ich kurz eingreifen, weil das ist ja auch heute noch in der Startup-Szene eine ganz normale Art. Also für alle, die sagen, das ist ja größenwahnsinnig, das geht nicht. Wir müssen einfach 2 Denkmodi unterscheiden. Der eine Modus ist der des klassischen Selbstständigen, der sagt, mein Business muss irgendwie größer A haben, und der des Unternehmers ist eben, ich muss etwas aufbauen, was funktioniert. Und damals könnte ich mir vorstellen, also mein 550 Millionen, das ist ja heute auch noch so, dass viele Firmenwerte letztlich rein hypothetisch festgelegt werden, dass da noch kein reales Geschäft dahinter steht, da wird der Markenwert und so weiter beurteilt. Wann fängt da so eine Gier an? Wann kommt so ein Moment, wo man sagt, jetzt verselbstständigt sich das? Sehr schnell. Ja? Also ich kann wirklich mit gutem Gewissen sagen, dass ich alles, was ich in den Unternehmensberatungen gemacht habe und dann auch in den ersten Jahren als Trainer, ich wirklich aus dem Herzen für die Menschen gemacht habe. Ich wollte, es war für mich eine Erkenntnis in meinem Leben, Wissen verändert alles. Das war für mich etwas, wo ich wirklich als, ja, ich sag mal schon fast missionarisch, ein Sendungsbewusstsein hatte. Ich wollte den Menschen das Wissen geben. Das hast du heute auch noch. Haben wir alle. Das Sendungsbewusstsein hast du auch noch. Weil ich brenne immer noch. Also wenn er gleich fertig ist mit dem Interview, gehe ich auf die Bühne und freue mich jetzt schon wieder, mit den Leuten zu arbeiten. Weil Wissen ist moderne Alchemie. Du kannst alles verändern. Du kannst mit Wissen wirklich dein Leben jederzeit eine neue Bahn bringen. Und das wollte ich wirklich weitergeben. Und dann kam der Börsengang und plötzlich waren da Zahlen auf dem Tisch, 550 Millionen und dann zack und das, und dann wird es noch weitergehen. Und dann plötzlich ging das dann los, dass ich gar nicht mehr das für die Kunden gemacht habe wie vorher, sondern eher dann so, oh geil, da habe ich ja, dann kann ich mir einen Check leisten und das leisten und jenes leisten und einen Finger Mallorca und noch ein paar Autos. Und plötzlich habe ich mich so verändert. Ich wurde quasi meiner Aufgabe untreu. Und ich glaube, das, was dann, wo wir gleich drauf kommen, was gekommen ist, das musste kommen, weil wenn es nicht gekommen wäre, dann hätte ich materiell alles erreicht, aber ich glaube, als Mensch wäre ich gescheitert. Was ist gekommen? Ja, es gab dann eben, dann war alles klar, wir sollten dann nicht an die Börse, aber die Firma konsolidieren und dann 2 Jahre später an die Börse gehen. Und mittlerweile lagen aber unbezahlte Rechnungen wieder auf dem Tisch durch das verbrannte Geld. Und das war eigentlich alles schon klar. Und dann gab es den 11. September 2001 mit den World Trade Centern. Und plötzlich waren die Börsenkurse, die schon halbiert waren, nochmal halbiert in 24 Stunden. Alle Geldhähne waren dicht. Es gab keine Darlehen mehr. Es gab kein Private Equity Geld mehr. Es gab keine Beteiligung mehr. Ja, und plötzlich war meine Firma, die ein Jahr vorher eine 500 Millionen wert war, man versteht es heute noch nicht, die gleiche Firma war plötzlich pleite. Ja, und dann kam dann irgendwann der Anruf von meinem Schwager, sagt, Jürgen, setz dich mal hin, ist was passiert? Und dann sag ich, was ist passiert? Und ich habe schon ganz flaues Gefühl, sagt er, du, der Staatsanwalt ist bei uns in der Firma und bei dir zu Hause, bei mir zu Hause und untersucht die Räumlichkeiten. Sag ich, wieso, wegen was denn? Naja, in der Presse stand ja Höller vom Adler, kennst du die Adlergeschichte, vom Adler zum Pleitegeier, Höller, der Adler im Sturzflug, was ist mit den Millionen passiert, die er zur Verfügung hatte, ist da alles mit rechten Dingen zugegangen, und das war in der Presse gewesen. Und dann kam der Staatsanwalt und machte Hausdurchsuchung. Und da habe ich meinen Anwalt angerufen, sage ich, was mache ich denn jetzt? Dann sagt er, ich habe Geldgeber, die wollen wieder investieren, aber wie lange dauert denn das, bis die Vorwürfe geklärt sind? Dann sagt er, ja, wenn du Glück hast, ein halbes Jahr, wenn du Pech hast, ein paar Jahre. Dann sage ich, aber ich brauche jetzt eine Entscheidung, ich muss jetzt wissen, ja, Job oder Job, ansonsten investieren die nicht. Und dann hat er gesagt, ja, dann musst du Insolvenz anmelden. Dann habe ich am nächsten Tag Insolvenz angemeldet. Und die Vorwürfe von dem damaligen Durchsuchungsbefehl sind alle fallen gelassen worden. Aber in dieser Phase nach der Insolvenz habe ich leider
wirklich schlimme Fehler gemacht, die ich mein Leben lang bereuen werde, die ich heute auch nicht verstehe, aber in der Panik vielleicht zumindest erklärbar sind. Ich hatte noch ein kleines Konto in der Schweiz mit 300.000 Notgroschen, kein Schwarzgeld, aber halt wusste keiner davon außer mir. Und ich hatte für alle Gelder, die in der Firma waren, ob Banken oder Geldgeber, hatte ich privat als Einziger in der Firma gehaftet. Und ich wusste, wenn ich jetzt also mit der Firma in Insolvenz gehe, werde ich auch privat in Insolvenz gehen und werde dann nächsten Jahr kein Geschäft mehr machen können. Und in meinem irrwitzigen Glauben wollte ich mit diesem Geld in der Schweiz neu beginnen. Hatte auch fest vor, dann allen ihr Geld zurückzugeben, wenn ich dann wieder genügend verdient hätte. Aber hat dann nicht mehr funktioniert und dann kam halt der Tiefpunkt in meinem Leben, das war dann die Inhaftierung. Das heißt, du bist in den Knast gegangen, ja, weil da Geld war und dieses Geld hattest du, hattest du nicht. In den ganzen Durchsuchungen hat man dann 20.000 Euro Steuerhinterziehung gefunden. Das gab dann alleine 10 Monate Haft. Dann hatte ich das Geld in der Schweiz beim Offenbarungseid, also Vermögensaufstellung, verschwiegen. Das war dann ein falscher Offenbarungseid, nochmal 10 Monate Haft. Das Verschweigen selber war ein Konkursbetrug, nochmal 2 Jahre und am Ende gab es dann zusammen 3 Jahre. Wow. Puh. Also, der Adler, Sturzflug, was macht das mit einem? Ja, die ersten Wochen, wo ich da inhaftiert war, habe ich alle menschlichen Gefühle erlebt, die man in der Krise durchleben kann. Also Phase 1 ist, dass ich es nicht wahrhaben wollte. Ich habe gedacht, das ist ein Albtraum, den ich ja vorher schon, in den Wochen vorher auch schon hatte, vor der Inhaftierung. Und ich wach auf und bin dann neben meiner Frau schweißgebadet. Aber immer, wenn ich aufgewacht bin, war ich in dieser scheiß Zelle. Und dann irgendwann habe ich es dann realisiert, dann kam die nächste Phase, es war dann so zu Zorn auf die anderen, auf den Staatsanwalt, Selbstmitleid, ich habe doch immer nur Gutes getan, ich habe Kindern in Afrika geholfen, ich habe Menschen geholfen, ich habe Menschen inspiriert, ich wollte doch mit dem Geld nichts, ich wollte das Geld nicht unterschlagen, ich wollte von vorne bin, also ich habe es nicht wahrhaben wollen, dass es ein Fehler war. Und die Phase 3 war dann so Apathie, das heißt, ich bin dann nicht mehr in den Hofgang gegangen, ich habe kaum noch was gegessen, ich habe meiner Frau keine Briefe mehr geschrieben. Und Kerstin hat es dann natürlich sehr schnell gemerkt und schreibt mir einen sehr ausführlichen, sehr emotionalen Brief. Und sinngemäß war das dann so, Jürgen, ich merke, dass du am Aufgeben bist, aber das darfst du nicht, wir haben tausende von Briefen bekommen, Faxe, E-Mails, Gespräche geführt und deine Kunden sagen, sie wissen nicht, was du gemacht hast, aber sie wollen es auch nicht bewerten, aber sie wissen, dass du ihnen geholfen hast in ihrem Leben, aber du darfst jetzt nicht aufgeben, sagen sie, weil dein Hauptcredo war immer, gib niemals auf. Und wenn du jetzt aufgibst, dann hättest du sie wirklich belogen und auch betrogen und du darfst nicht aufgeben. Und sie hat dann geschrieben, ich muss keine Angst haben, sie bleibt an meiner Seite und gemeinsam sind wir stark genug, egal wie lange es dauern wird, nochmals von vorne zu starten, weil du bist gut genug, ich glaube an dich und du hast die Kraft und einmal schaffst du es noch. Darf ich hier kurz reingrätschen, weil das ist ein schönes Thema, was sich auch immer wieder bei dir durchzieht, über viele Jahre hinweg. Im Gegensatz zu vielen anderen, die ich so kenne, die dann durchaus mal wechselnde familiäre Konstellationen haben, ich möchte es mal so nennen, bist du jemand, der ein sehr familiärer Typus ist? Mit deiner Frau, wie lange seid ihr zusammen? Zusammen werden es dieses Jahr 29 Jahre. 29 Jahre, du hast 2 Söhne. Im einen haben wir gerade geschnackt hier. Dein Schwager ist seit vielen Jahren einer deiner Geschäftsführer. Wie wichtig ist die Familie? Ja, sehr wichtig. Also die Familie ist ja letztendlich der Ort, der uns erdet. Also als meine Kinder klein waren, hat es die nicht interessiert, dass ich auf der Bühne vor 10.000 Leuten gesprochen habe, sondern ich habe dir vorhin erzählt, ich kam vom Motivationstag mit zigtausend Leuten nachts um 11 nach Hause, ins Bett, 3 Stunden geschlafen, am Sonntag früh aufgestanden und im Schneegestöber mit dem Jungen nach Hannover zum Fußballturnier gefahren, weil das früh um 8 Uhr losging. Und das hat geerdet. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man so einen Ort hat, wo man einfach eben nicht der große Guru ist und der erfolgreiche Geschäftsmann, weil es interessiert die alles nicht, sondern die interessiert dann abends zu Hause der Familienvater und der Ehemann. Okay, und damals in dieser Zeit im Gefängnis hat dir Kerstin Stärke gegeben? Ja, sie hat, also ich habe dann, das war einfach wieder, nennen wir es mal so, wie mit dem ersten Buch von Dale Carnegie. Denn natürlich, dieser eine Satz hat nicht die ganzen Probleme verändert, aber es war ein Impuls gewesen, nämlich einmal schaffst du es noch. Weil sie hat dann auch geschrieben, hast du schon mal geschafft, aus einer Krise aufzustehen. Da warst du jung und hast nicht das Wissen gehabt. Jetzt hast du das Wissen und wir schaffen das. Dieser eine Satz, einmal schaffen wir es noch, hat dann plötzlich wieder neue Energie gegeben und ich habe einen Schluss gefasst. Jawohl, ich schaff's noch mal, ich bleib nicht liegen. Und vielleicht so ähnlich wie mit 7 Jahren,
alle haben mich ausgelacht und ich war eine Unperson und die Presse hat sie natürlich, kübelweise die Häme ausgeschüttet. Und ich habe gesagt, euch zeige ich es. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber ich komme wieder zurück und ich werde erfolgreicher sein, als ich es jemals zuvor war. Also kurz von meiner persönlichen Warte. Ich habe das damals wahrgenommen, dachte, na hoppla, was ist denn jetzt hier los? Und ich weiß noch, wie ich dann, du bist dann aus dem Gefängnis relativ, relativ früh, du bist vorzeitig aus der Haft entlassen. Anderthalb Jahre. Bist wieder rausgegangen, alle fragten sich, was macht er jetzt? Ja? Und dann weiß ich, dann gibt es diejenigen, die sagen, Häme, der ist zu hoch geflogen, hat es auf die Fresse gekriegt und den Geschiedsrecht und so weiter. Und ich weiß nicht, wie ich dann einige Jahre später, ich weiß nicht, 2-3 Jahre später, das erste Mal bei dir bei dem Seminar gewesen bin, Trainerseminar, und alle in meinem Umfeld haben ganz komisch reagiert. Du kannst jetzt nicht zum Jürgen Höller gehen, das macht man doch nicht. Wie soll denn das funktionieren? Und was mich damals sehr beeindruckt hat, war damals dieser komplette Fokus auf nach vorne. Also nicht mehr, was war gewesen, sondern wo geht's jetzt hin? Und du hast uns damals im Seminar, das ist jetzt wirklich schon viele Jahre her, im Prinzip schon genau gesagt, du wirst jetzt das machen, dann wirst du das machen, du wirst das machen. Du hast eine auf Jahre ausgelegte Strategie damals schon uns vermittelt und hast die in den letzten Jahren auch durchgezogen. Respekt dafür. Na, ich war ja noch bekloppter. Also ich habe ja während der Haftstrafe habe ich ein Buch geschrieben. Welches ich übrigens auch mal in einem Newsletter beworben habe. Ja, und immer wieder aufstehen. Ich fand das übrigens auch ein Geschenk, also kann sich auch jeder kostenlos runterladen. Und da habe ich meine ganze Geschichte beschrieben, die Jahre vorweg, dann aber auch ganz offen die Fehler und dann aber auch den Alltag dort in diesem Höllenort, weil man liest ja oft so, ach, das ist wie ein Hotel, du hast ein Fitnessstudio und kannst Fußball spielen, kriegst dreimal am Tag warmes Essen. Also, weißt du, wo ich meine Doktorarbeit gemacht habe? Nee. Ich bin ins Gefängnis gegangen. Ich habe diagnostische Interviews mit Strafgefangenen geführt. Also ich habe Persönlichkeitsstörungen bei Strafgefangenen gemessen. Und ich empfinde das immer noch so wie damals. Ich fand das total beklemmend. Ich sehe das wie heute noch vor mir. Ich gehe rein, links ist ein kleines Guckloch, dann geht eine Türe auf, du machst die erste Tür auf, es kommt ein Schrank ein Schrank im Anzug irgendwie zu dir, so in der Uniform, dann geht die Türe zu, dann weiß ich noch genau, eine Tür geradeaus, eine Tür rechts. Die eine geht zu, dann geht die nächste erst auf, dann ist ein Gang total kalt und hässlich, dann hast du lauter ein Zimmer nach dem anderen und dann wirst du zum Zimmer geleitet und dann schließt du auf. Diese ganze Beengtheit, dieses, ich muss sagen, ich habe jede Minute da drin gehasst. Ja, das musst du dir vorstellen, zum Beispiel, wenn du zum Besuch gekommen bist, dann hat derjenige aber so eine 6-Stunden-Odyssee insgesamt, also das heißt, er wird 2 Stunden vorher geholt. Oder eine Stunde vor, sitzt dann 2 Stunden im Warteraum, dann ist er kurz bei dir in der Besprechung oder in deiner Behandlung. Und danach ist er dann, also wenn meine Frau zu Besuch kam, waren es 6 Stunden, das war ein ganzer Tag. Und ich saß rum und es war der schönste Moment, alle 14 Tage, eine halbe Stunde mit der Familie. Aber gleichzeitig war es der schlimmste Moment, wenn die dann wieder weg war. Also das habe ich alles in diesem Buch beschrieben und habe dann aber auch in diesem Buch geschrieben, während der Haftzeit, ich bin jetzt mental durch diese Hölle durchgegangen. Ich habe für mich mental alles verarbeitet und ich habe hier einen 10-Punkte-Plan, wie ich wieder zurückkommen werde und wie ich wieder an die Spitze kommen werde. Und die Presse, da kam das Buch raus und die Presse hat es natürlich, die waren fassungslos. Die Presse hat geschrieben, der ist doch bekloppter als der, kann man ja gar nicht mehr sein. Der sitzt im Knast, der ist am Ende alles verloren und schreibt, er wird wieder erfolgreich sein. Der hört nicht auf, der ist doch größenwahnsinnig. Aber für mich in meinem Kopf, in meiner mentalen Vorstellung, habe ich das bereits vorweggenommen, was dann eben 10 Jahre später der Fall war. Und das ist das, was die wenigsten Menschen verstehen. Eines der größten Erfolgsgeheimnisse ist das Lebensgesetz wie im Inneren, so im Außen. Das heißt, das, was ich in meinem Inneren als Bild der Zukunft kreiere und gestalte und es fest und bedingungslos glaube, das wird sich tendenziell im Außen manifestieren. Und das ist dieses Lebensgesetz wie im Innen, so im Außen. Und wie gesagt, dieses Buch, das ist mein schlecht verkauftestes Buch aller Zeiten, damals am Anfang gewesen. Keiner wollte es kaufen. Mittlerweile ist es auch wieder einige 100.000 Mal gekauft und bestellt worden. Aber weil es sich bewahrheitet hat, aber damals wollte keiner dieses Buch haben, aber ich bin sehr froh, es geschrieben zu haben, weil heute ist es ein wunderbares Marketinginstrument zu sagen, schau, am Tiefpunkt bin ich aber mental ganz woanders hingegangen und dein Körper und dein Zustand wird dir folgen, die Energie folgt der Vorstellung. Ich verstehe die Story, ich kapiere, was dahinter passiert, wir sind ja im gleichen Job, in der gleichen Branche. Ich frage mich, würde Jürgen Höller mit ein bisschen offensiver zur Schau gestellter Demut noch erfolgreicher sein? Ja, mag sein, aber ich bin so, wie ich bin. Und wie gesagt, sind wir beim Thema Polarisierung.
soll ich jetzt anfangen, darüber nachzudenken, wie würden mich einige Menschen, die ich noch nicht erreicht habe, gerne sehen? Wie könnte ich die bekommen, die jetzt sagen, Höller ist ein Idiot oder Höller ist abgehoben oder was auch immer man mir vorwirft? Es ist müßig. Ich bin so, wie ich bin und in dieser Sache, wie ich bin, bin ich ehrlich, bin ich authentisch. Und entweder man nimmt mich so, wie ich bin und lässt sich inspirieren oder man lehnt mich ab. Schau, es gibt 300.000 Trainer im Markt und die müssen und alle wollen leben und alle wollen Kunden haben. Also nicht jeder muss zu mir kommen, sondern zu mir sollen die kommen, die sagen, das finde ich gut, der hat mich berührt, der hat mich angesprochen, ich will von dem lernen. Und wer das nicht will, ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich habe da absolut größten Respekt und ich akzeptiere eine andere Meinung, aber ich bin so, wie ich bin und ich werde mich nicht verbiegen. Also wir müssen uns Jürgen Höller als ein in sich geschlossenes Gesamtpaket vorstellen, welches eigentlich psychologisch ganz gut funktioniert. Für mich ja. Und das ist das Einzige, was zählt. Okay. Also das heißt, der Bezugsrahmen für die Welt ist schon in dir drin. Wir haben gelernt, es speist dich die Familie, es speisen dich Bücher. Ich sehe hier auch Bücher jetzt hier wieder, womit du dich beschäftigst. Bist du gläubig? Ja, bin ja hier aufgewachsen in einem sehr, also in einem als katholischer Junge. Meine Eltern waren Katholiken, bin in die Kirche, dann nach der Kommunion Messdiener geworden. Also dreimal in der Woche habe ich dem Pfarrer sein Wein und sein Wasser gereicht und habe aber damals ein paar Sachen nicht verstanden, wie es auf der Kanzel, ich wollte schon Bühne sagen, wie es auf der Kanzel, eine gewisse Ähnlichkeit besteht, wie es auf der Kanzel dann weitergetragen wurde. Und habe mich eigentlich nach jedem Gottesdienst immer schlecht gefühlt. Also ich war, als Katholik bist du ja ein Sünder und bist ja schon Sünder, wenn du auf die Welt kommst. Und das habe ich. Und irgendwann habe ich den Bezug zur Religion verloren und dann aber auch den Bezug zu Gott. Und als ich dann in dieser Krise war und in meiner Zelle war, die ersten zwei Wochen hatte ich gar nichts. Also es hat zwei Wochen gedauert, bis ich das erste Mal ein Buch bekommen habe. Ich hatte sechs Wochen keinen Fernseher, kein Radio, nichts. Ich habe die ersten drei Wochen keinen Besuch gehabt. Ich konnte keinen Sport machen, weil ich keine Sportsachen hatte. Also ich war wirklich 23 Stunden nur in dieser Scheißzelle mit mir alleine und habe das Einzige, was ich hatte, war eine Bibel vom Gefängnispfarrer. Und in meiner Verzweiflung, damit die Zeit irgendwo rumgeht und ich nicht wahnsinnig geworden bin, habe ich dann angefangen, die von vorne bis hinten mal durchzulesen. Und und dann habe ich für mich so auch da wieder Widersprüche entdeckt, aber eben auch Impulse und eben auch wiederum Motivation und Inspiration. Und habe dann den Glauben zu Gott wieder gefunden, aber nicht mehr zur Religion. Also für mich ist Religion eine Geschichte, sobald eine Religion sagt, wir sind die einzig Seligmachende, dann gehe ich weg davon, weil ich glaube, das gibt es nicht. Aber ich glaube an Gott und ich glaube aber auch an die Stärke von jedem Menschen, weil ich glaube, ein bisschen was vom lieben Gott ist in uns drin. In der Bibel steht der Odem, das ist meine Metapher, aber diese Kraft Gottes, nennen wir es Schöpferkraft, die ist in jedem Menschen vorhanden. Nur mit Schöpferkraft kann ich Sandburgen aufbauen oder ich kann mit meiner Schöpferkraft Sandburgen kaputt machen. Es ist im Prinzip beides ein Akt der Schöpfung, es ist nur eine Frage der Entscheidung. Wir, die wir auf der Bühne stehen, Menschen etwas sagen, sind ja manchmal sowas Ähnliches wie Prediger. Sind wir nicht auch manchmal in der Gefahr, dass wir sagen, unser Weg ist der einzige richtige? Ja, darum sage ich den auch nicht. Ich sage, ich habe einen Weg. Und ich biete den dir an. Also meine Lebensaufgabe sehe ich darin, Menschen abzuholen, eine Zeit lang zu begleiten, ihnen mein Wissen wie auf einem Buffet anzubieten. Der eine nimmt sich das, der andere nimmt sich das wie auf einem Buffet und dann irgendwann lasse ich sie wieder los und sie gehen ihren eigenen Weg. Das ist so, wie ich das Ganze sehe. Jürgen Höller wurde ausgebremst, Vollbremsung. Du bist 23 Stunden am Tag in einer Zelle. Ich schildere das, also auch so kenne ich das, auch aus der U-Haft, dass es einfach diese Zeiträume sind. Mhm. Du bist quasi mit dir alleine und da passiert etwas mit dir. Du veränderst dich, du liest die Bibel. Du stärkst dich, du sortierst dich neu. Gibt es auch heute noch Zeiten in deinem Alltag, die du bewusst schaffst, bewusste Rituale? Gibt es eine stille Seite bei Jürgen Höller, wo er einfach nur die Wand anstarrt und mal nichts tut? Ich meine, ich erlebe dich, jeder, der dich schon mal gesehen hat, irgendwo weiß, der Mann strotzt vor Energie. Du bist jemand, der dein Umfeld vibriert. Wann bist du ruhig? Eigentlich immer, wenn ich nicht rede. Also das heißt, in dem Moment, wo ich nicht mehr auf der Bühne stehe oder keine Interviews gebe oder Videos aufnehme oder was auch immer, kommt auch meine ruhige, meine introvertierte Seite zum Zug, die ich auch habe. Also wenn du mich im Hotel erlebst, dann bin ich nicht derjenige, der an der Bar sitzt und mit 20 Leute unterhält, sondern der dann eher schon so für sich ist. Wir machen viel Urlaube. Ich brauche meine Auszeiten, wo ich eben mit Kerstin dann raus muss, wo wir dann mal hier eine Städtetour machen, mal hier vielleicht ein Wellness-Wochenende.
Also ich brauche eben auch den zweiten Part und ich bin auch sehr gerne eben in der Stille und für mich alleine. Also ich kann das so bestätigen, wenn ich dich beispielsweise in unserem beiden Lieblingshotel mal wieder sehe im Stock. Du sitzt immer da versteckt an der Seite. Ihr habt so eure Ecke, ihr seid so quasi irgendwie so ein bisschen abgekapselt und ihr habt auch immer irgendwie so eine Suite und ihr zieht euch auch aus vielen zurück, was man dort normalerweise als Aktivität machen kann. Ja, wir ziehen uns nicht zurück, aber es ist natürlich auch so, in diesem, kann man so sagen, Stockhotel, unserem Lieblingshotel, kennen mich natürlich auch sehr viele Leute und es sind viele Kunden auch teilweise dort. Und ich habe das auch gerne, dass die Leute mich auch ansprechen, aber ich bin dann eben auch gerne mal beim Mittagessen für mich ganz allein und habe dann eben wirklich meine zwei Söhne mal dabei. Also die so allzu oft fahren die auch nicht mehr mit uns in Urlaub, aber im Weihnachten sind sie eben dann bei uns und dann genieße ich es mit denen eben dann auch zusammen zu sein. Und wir brauchen dann auch in diesen Phasen dann niemand anderes in unserer. Aber du machst was anderes, du fährst auch ans Meer oder fliegst auf irgendeine Insel und dann ist man mal wochenweise weg. Ja. Also diese Auszeiten holst du dir bewusst. Ist das wirklich, denkst du dann nicht ans Geschäft oder was machst du? Meditierst du, gehst du spazieren, hörst du Hörbücher? Naja, also sagen wir so, also das Geschäft komplett auszuklinken klinken ist schwierig, weil ich fahre so oft in Urlaub, also ich habe jetzt mal, glaube dieses Jahr sind ja 16 Wochen in Urlaub, also dann zu sagen, 16 Wochen kümmere ich mich gar nicht ums Geschäft, das geht nicht, also ich bin über meine E-Mails verbunden, habe aber auch jetzt vor kurzem ein interessantes Experiment gemacht, mal eine Woche alles ausgemacht, kein Fernsehen, die Geräte ausgeschaltet, habe mal eine Woche auf einer einsamen Insel wirklich komplett abgeschaltet und weißt du was, die Welt hat sich weitergedreht. Wie geht's weiter mit Jürgen Höller? Also du hast ein riesen Seminar-Business, du hast mehrere tausend Leute nach wie vor, die du jährlich schulst. Du hast große Events. Wir haben letztes Jahr haben wir gemeinsam, wie viele waren es in München, in der Olympiahalle gesprochen. Das ist großartig. Also du traust dich auch nach wie vor, die richtig großen Hallen groß zu machen. Aber das muss ich noch erzählen. Gedankentanken, Köln Arena. Ja, wir wollen in die Köln Arena. Ich erzähle Jürgen das und Jürgen erzählt so, ja, Köln Arena, da war ich schon, da habe ich das gemacht, habe ich das. Also jedes Mal, wenn ich mit dir über solche Themen spreche, habe ich den Eindruck so, war schon dort, habe schon gemacht, kenne ich schon und sowas. Also aus erster Hand. Du hast diesen Markt für uns hier in Deutschland mit vorbereitet, ne? Ja, und also ich weiß noch, als ich damals angefangen habe mit diesen Themen, Anfang der 90er, da gab es noch gar nichts. Also da, wie gesagt, da gab es in Holland den verrückten Emil Radlband, den Holländer. Es gab in Deutschland die Vera Birkenbiel. Es gab Leute wie den Erhard Freitag, das waren Schüler von Joseph Murphy. Und es gab den Nikolaus Enkelmann. Und ich weiß, immer sagt mir einer, du musst mal zum Enkelmann, der erzählt so ähnliche Sachen wie du. Und ich kannte den Enkelmann gar nicht. Und bin hingefahren, hab den kennengelernt. Du kennst ihn ja auch. Knorriger Kollege aus Westfalen. Mittlerweile, wann ist er gestorben? Letztes Jahr gestorben. Ja. Dann habe ich mich mit ihm auch privat unterhalten. Er sagt, Mensch, Herr Höller, wissen Sie eigentlich, dass ich immer kämpfen musste, alleine schon, weil es geheißen hat, oh, positives Denken, das ist doch eine Sekte. Also, was heute ganz normal ist, wo Bücher wie Secret weltweit Nummer 1 Bestseller waren, wo wir über spirituelle Themen uns unterhalten können, wo Gespräche mit Gott auf der New York Times Nummer 1 Bestseller war und die Menschen sich beginnen eben mit diesen Themen zu beschäftigen und bewusster zu werden, das war vor mittlerweile fast 30 Jahren, wo ich auf der Bühne stehe, noch obskur. Und ich glaube schon, dass ich da auch ein bisschen was dazu beigetragen habe, diese Branche zu öffnen. Und jetzt mittlerweile eben strömen ja Hunderttausende jedes Jahr in den Weiterbildungsmarkt, weil sie auch spüren, wir müssen uns weiterbilden, wir können nicht stehen bleiben, wir können nicht einmal eine Schul- oder Berufs- oder Studienausbildung hinter uns bringen und dann das Leben lang davon profitieren. Wir müssen permanent lernen, tun, lernen, tun. Wie geht's weiter bei dir? Ja, wie geht's weiter? Also ich bin ja schon Dinosaurier mittlerweile im Vergleich zu euch jungen Hüpfern. Aber ich brenne noch, also ich habe schon noch ein paar Ziele. Zum Beispiel haben wir angefangen, im letzten Jahr den ersten Lizenznehmer im Ausland auszubilden und zu starten. Das ist die Slowakei. Dieses Jahr geht es weiter in Tschechien. Nächstes Jahr ist Polen geplant. Also wir planen momentan jedes Jahr ein weiteres Land zu öffnen. Das heißt, bei mir ist jetzt die Globalisierung angesagt. Mein großer Traum ist es eben, dass die Jürgen Höller Akademie eines Tages eben weltweit tätig ist. Und eine zweite Herzensgeschichte, die ich 2013 mit meiner Frau begonnen habe, ist die Jürgen Höller Stiftung. Ich war in Afrika, habe dort einen Ehrendoktorhut entgegennehmen dürfen und war im Slum Kibera, dem schlimmsten Slum der Welt, und war so erschüttert von den Zuständen dort, dass ich gesagt habe, ich will was verändern, ich will was bewegen, habe die Stiftung gegründet und wir haben Standpunkt jetzt gerade eben die 14. Schule innerhalb von 4 Jahren finanziert,
Auch da habe ich ein großes Ziel, nämlich innerhalb von 50 Jahren nach Stiftungsgründung will ich 1000 Schulen gebaut haben in der dritten Welt, hauptsächlich in Afrika. Und das ist meine zweite große Vision. Und jetzt nochmal zurück. Was würdest du deinem 19-jährigen Ich sagen, welches bei deinen Eltern in der Wohnung steht und sagt, hey, ich mache jetzt mal ein Fitnessstudio auf? Ja, ich würde ihm sagen, freu dich auf ein sehr abwechslungsreiches, abenteuerliches, aber nicht immer bequemes Leben. Und egal was passiert, steh wieder auf, du schaffst es. Sehr, sehr geil. Jürgen, danke schön. Ja, vielen Dank für das Interview. Hat mir riesig Spaß gemacht und unglaublich schnell die Zeit vergangen ist. Und jetzt noch, Achtung, ein PS haben wir noch. Weil dieses Buch liegt natürlich nicht umsonst hier. Jürgen, was hat es damit auf sich? Ja, wir haben uns ja darüber unterhalten, dass ich das ja im Markt anbiete und normalerweise ist es so, also es ist eine gedruckte Form und ich verschenke es in gedruckter Form. Das Einzige, was man normalerweise übernimmt, ist die Versandkostenpauschale. Und ich habe gesagt, weißt du was, bei dem Interview, ich mache was ganz Besonderes, wir schenken das komplett den Kunden vom Gedankentanken und vom Stefan. Das heißt, bestellt euch dieses Buch, ihr bekommt es in gedruckter Form nach Hause geschickt und es kostet euch überhaupt gar nichts. Ich übernehme auch noch die Versandkostenpauschale. Also wirklich null, ja? Wirklich null. Also manchmal ist es ja so, dass man, wenn man so Bücher bestellt, da muss man doch irgendwelche so 2-3 Euro oder 5 Euro oder sowas. Ein komplettes Geschenk, einfach bestellen. Den Link, also einfach wirklich anmelden und dann kriegt man das. Man hat keinerlei Kosten. 100% Ehrenwort. 100% Ehrenwort. Also außer, aber nur für deine Kunden als Sonderaktion. Okay, also das ist, wenn man das woanders bestellt, dann kostet das Geld? Wenn es auf meine Seite geht oder woanders hin, dann ist nicht. Aber auf dieser Seite, die wir jetzt gleich einblenden, das ist speziell für deine Kunden. Du versprichst jetzt unsere Kunden 0 Euro. Ich schwöre es. Ich schwöre. Sehr schön. Dankeschön, lieber Jürgen. Also dieses Buch, jetzt Link klicken und dann holt euch das.